Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar mache ich jetzt mal schnell ein Craft-Update, weil ich die Sachen verschicken möchte jetzt demnächst. Das hier ist schon etwas länger her, das habe ich gegossen aus Resin, das habe ich auch fertig gemacht. Und das bekommt eine ganz liebe Frau von mir mitgeschickt als Goodie. Ja, also habe ich nicht mehr so viel dazu. Und zwar habe ich wieder mal bei einem Gruppentausch mitgemacht auf Facebook und sollte 3 Seiten gestalten und habe vorgeschlagen, dass ich das im Gottesstil mache. Und ich habe hierfür selbst kolorierte Abdrücke verwendet. Die habe ich natürlich auch einlaminiert und die Hintergründe habe ich mit den Distressoxiden gemacht. Das Ganze ist auf ein Stück Cardstock geklebt und ja, der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, es hat was mit Gorgeous zu tun. So, und hier kommt eine personalisierte Seite und zwar steht der Stephanie drauf. Ich habe hier embossed und das Embossing, das glitzert mega. Das hier oben finde ich so schön, das hatte mir die liebe Rehauge zu Ostern geschickt und das finde ich mega schön. Die Schmetterlinge habe ich mal bei uns gekauft im Ottos und ja, die Buchstaben sind aus dem Action, habe ich selber koloriert mit meinen Zickstiften und natürlich den Hintergrund wieder selber gestaltet. Das hat mir übrigens sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich werde langsam warm mit den Distressoxiden. Die habe ich wieder koloriert selber. Das sind die neuen Stempel von Gorgeous. Die kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Auf jeden Fall habe ich die koloriert. Habe ich nicht einlaminiert, aber die anderen sind einlaminiert. Und hier habe ich eine Wolkenschablone von My Favorite Things benutzt. Sollte am Ende so aussehen wie Mosaik zusammengepuzzelt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, Hintergrundgestaltung und ich, wir sind halt noch in der Testphase. Auf jeden Fall habe ich hier ein bisschen türkisblau. Ich glaube, das ist das Lagoon Mermaid oder wie das heißt. Und das andere ist auf jeden Fall ein wunderschönes Blau. Ein dunkleres. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich hoffe, das macht nichts. Nee, finde ich jetzt auch nicht. Ist aber egal. Auf jeden Fall habe ich diese Wolkenschablone benutzt. Die benutze ich richtig gerne. Das ist auch übrigens meine einzige Schablone, die ich besitze. Und ja, genau, das sind die 3 Blätter, die ich gestaltet habe. Natürlich kommt das Video erst online, wenn das bei der lieben Frau angekommen ist. Dann habe ich noch 3 Karten gebastelt. Ich dachte, die zeige ich jetzt hier gleich mal mit. Koloriert habe ich diesmal mit den Twin-Markern vom Action. Die Blümchen sind auch aus einem Action-Set. Ich habe hier versucht, die Maskiertechnik zu machen. Ja. Hintergrund natürlich mit den Distressoxiden wieder selber gestaltet. Und ja, schlicht, einfach. Mir gefällt's. Dann habe ich eine Inside-Out-Outside-In-Karte gemacht. Und zwar mit meinem neuen Stempelset von CC Designs. Ich liebe diese 2, also für mich sind das Rehe einfach, die sich so verliebt anschauen. Die sind einfach zucker, zucker süß. Und die habe ich einfach so gemacht. Und ja, wie gesagt, finde ich zucker, zucker süß, die 2. Und dann habe ich hier noch eine mal in Rot. Rot ist auch sehr schön. Also ich mache nicht so viel mit Rot, aber mit den 2 süßen Tierchen hier ist das doch ein Rot und es kann sich auch sehen lassen. Übrigens ist das Hintergrundpapier wie hier. Das ist aus einem My Favorite Things Block. Mit dem Rosenmuster. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich habe das natürlich ausgestanzt wieder. Das ist übrigens mal eine Actionstanze von den neuen, die es da gibt. Und ja. Wie gesagt, in Rot. Ich finde es schön. Ich finde auch mal in Orange ganz schön. Es sind halt nicht so die gängigen Farben, oder? Also Rot ist schon eine gängige Farbe, aber nicht bei mir, wenn ich bastel.
Und Orange, ich sehe relativ wenig in Orange, auch von anderen. Und deswegen, ich bastel mal ganz gerne in Orange. So, das war's eigentlich jetzt für den Moment. Das ist jetzt erstmal alles, was ich gebastelt habe. Ja. Damit verabschiede ich mich wieder, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.